An die 40 Interessenten besuchten am Sonnabend eine Fachtagung für Ortschronisten und Heimatforscher des Landkreises und der Hansestadt Rostock im Kreishaus. Organisiert hatte sie der Historiker Dr. Reno Stutz. Für den Landkreis begrüßte Landrat Sebastian Konstin die Teilnehmer. Sie hörten Tipps und Hinweise zum Handwerkszeug eines Ortschronisten, Vorträge über die Slawenburgen als Wurzeln des Landes Mecklenburg und Erfahrungsberichte. In die Diskussion brachte sich auch Tobias Sofka, Sachbearbeiter des in Güstrow und Bad Doberan angesiedelten Kreisarchivs, ein. Also insgesamt haben wir so ungefähr 6000 laufende Meter Schriftgut. Also Akten werden nicht in Stückzahl gezählt, sondern sie werden in Metern gemessen, in Regalmetern. Und es ist so, dass wir jetzt Unterlagen haben von den Städten und Gemeinden aus dem Ort, teilweise bis ins 18. Jahrhundert zurück. Und es hängt damit zusammen, dass eben zu DDR-Zeiten, dass die Kommunalverwaltung, die keine beschäftigten Archivare hatten, die mussten dann so in den 80er Jahren Bestände an den damaligen Rat des Kreises abgeben und deshalb lagern sie jetzt in den Kreisarchiven. Besucht wurde die Veranstaltung von Ortschronisten aus Güstrow, Mürosin, Hoppenrade oder Clus. Einige Teilnehmer hatten Veröffentlichungen ihrer Gruppen, Interessengemeinschaften oder Vereine mitgebracht. Wolf Völker aus Mürosin stellte Erfahrungen vor, die er in seiner 23-jährigen Tätigkeit als Ortschronist gesammelt hatte. Man muss sich gut stellen mit dem Bürgermeister und dem Gemeinderat. Man muss eine Struktur haben. Wir haben keine Struktur gehabt bis jetzt lange Zeit, sondern wir waren einfach eine Interessengemeinschaft. Ich bin dafür, dass ein Kapitän da ist, das werde ich denen auch deutlich machen. Dann haben wir so eine Sachen, Datenbanken führen. Wir kriegen Anfragen, man kann fast sagen, aus der ganzen Welt, aus Amerika, Belgien, Frankreich und so, von ehemaligen Bürgern hier aus der Gegend und aus Kirchrosin sogar. Und da helfen unsere Datenbanken, wo wir alle Personen haben, die jemals hier gelebt haben und sowas. Landrat Sebastian Konstin versprach den Teilnehmern, künftig jedes Jahr zu einer Fachtagung für Ortschronisten und Heimatforscher einzuladen.